Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Dead Island 2. Wir sind hier in L.A. im Anwesen von Emma und dort oben der Hollywood, ja, Schriftzug steht in Flammen. Aber eine geniale Aussicht hier, muss ich sagen. Und unsere Aufgabe ist es noch, mit Sam B. zu reden. Don't you think that if we're immune, we should tell someone? Sure, if you want to get dissected. Hey, come now. We'll be VIPs. RIPs. Emma's got 6 months of food in the basement. We can wait it out here. What? Your plan is to just sit in your arse for 6 months? Nah. You do you, but I'm getting out of this city. You're immune. You ain't bite-proof. Neither are they. They're not the only ones who can fight dirty. You don't know shit. Out there, you gotta be a mechanic. Medic, Jackie fucking Chan rolled into one. Or I could do even better. Yours truly. Alright, it's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce. Grab that machete. Okay, wir sollen uns die Machete hier vom Tisch nehmen. Stärke 88. Okay, this is how you give us some spice. You'll need parts though. Take some of this shit lying around here. Okay, ich soll Teile suchen, alles klar. Was sollte ich hinkriegen? Okay, dann wollen wir mal an die Werkbank gehen. Nutze Werkbank, um deine Waffen zu reparieren und mit verheerenden Effekten und Boni auszustatten. Waffe optimieren. Okay, Machete, was haben wir denn hier? Mods verbessern Waffen, sodass sie zusätzlichen Schaden und Statuseffekte verursachen. Manche Mods ändern die Art von Schaden, der durch die Waffe verursacht wird. Dieser Elektroschocker-Mod lässt deinen Schockschaden verursachen und Zombies elektrisieren. Versuche jetzt die Mod herzustellen. Okay, halte zum Herstellen. Sehr gut. Um einen Mod oder einen Vorteil herzustellen, benötigst du den entsprechenden Bauplan. Bislang hast du einen Bauplan, den für die Elektroschocker-Mod, die du gerade hergestellt hast. Sobald du einen Bauplan besitzt, kannst du beliebig viele Waffen mit der Mod oder dem Vorteil ausstatten, solange du die nötigen Teile dafür hast. Dann sehen wir uns jetzt mal deine Vorteile an. Vorteile verbessern Waffen auf unterschiedliche Weise. Manche Vorteile haben sowohl negative als auch positive Effekte. Überlege also gut, was dir am wichtigsten ist. Waffen mit höheren Seltenheitswert haben mehr Vorteilslot, was sie flexibler und schlagkräftiger macht. Okay, was haben wir denn hier? Um Mods, Vorteile und andere nützliche Sachen herzustellen, benötigst du Teile, die du in ganz LA finden kannst. Gehe dir die Teile aus, kannst du Waffen recyceln oder Mods und Vorteile von Waffen entfernen. Momentan hast du genug Teile, um diese Waffe auch mit einem Vorteil auszustatten. Wunderbar. Baupläne kannst du finden, wenn du LA erkundest und Quests abschließt. Manche Händler verkaufen sogar welche. Außerdem kannst du Baupläne verdienen, indem du Herausforderungen abschließt, die du im Herausforderungsmenü findest. Sammle so viele Baupläne wie möglich, um dir neue Möglichkeiten zu eröffnen, deine Lieblingswaffenmods und Vorteile zu verpassen. Okay. Elektroschocker-Mod haben wir drauf. Vorteile haben wir auch. Und hier haben wir noch. Okay, alles klar. Dann haben wir ja jetzt eine richtig geile Machete. Warte mal, können wir das hier recyceln oder Stufenanpassung? Wir können es sogar reparieren, unser Katana. Ja, ich denke auch mal, dass ich das reparieren werde. Warte mal, das ist die... kriege ich das sogar noch ein bisschen höher? Mit F2 kann ich das upgraden. Hochwirksamkeit ist aber noch nicht freigeschaltet. Ist hier irgendwas? Achso, das ist okay. Kriege ich vielleicht auf den Hammer hier Stärke Schaden 44? Kriege ich vielleicht hier irgendein Upgrade drauf? Hier kann ich nur recyceln. Den komischen Baseballkö, den recycle ich auch mal. Das kann ich recyceln. Das kann ich recyceln. Trümmermachete, keine Mods verfügbar. Maximale Haltbarkeit 1. Ich würde sagen, einmal recyceln und dann sind wir, denke ich, mal durch erstmal fürs erste hier. Nice. You hit a zombie with that, the motherfucker's gonna. So, was haben wir hier? Sind die Mods, die wir haben. Okay, die habe ich mir ja ausgesucht schon. Statuseffekte verursachen Schaden oder Schwächung und können sowohl dich als auch Zombies betreffen. Du hast genügend Teile, um einer deiner Waffen zu optimieren.
Okay, dann wollen wir mal optimieren. Ich würde sagen, wir nehmen... Wenn, dann nehmen wir das Katana. Stufenanpassung mit F1. Einmal eine Stufe nach oben. Hier können wir nichts machen. Und mehr Teile habe ich auch nicht. Müsste jetzt eigentlich mehr Schaden verursachen, theoretisch. Du hast genügend Teile, um... Okay, das... Warte mal. Kann ich jetzt nochmal hier? Stufenaufstieg. Da geht es nicht nochmal, aber bei dem hier würde es zum Beispiel nochmal funktionieren. Bei dem Baseballschläger, sehr gut. Hier könnte ich reparieren. Bei den anderen kann ich nichts machen. Hier könnte ich höchstens upgraden. Aber das ist noch nicht freigeschaltet. Alles klar. Was hat Carlos für dich? Okay, ich würde gerne mal ins Inventar gehen und dann nehme ich die Machete dort oben hin. Das Schwert auf der 2. Ein Baseballschläger auf der 3. Das dorthin. Das packe ich mal dahin. Und das packe ich mal dahin. Wurfgeschosse, Verbrauchsgegenstände, Teile. Okay. Schlüssel. Das ist nur der Code und die Security-Karte. Gut. Ah, ich kann ja nichts rausnehmen mehr. Carlos, du bist Carlos? Was hast denn du für mich? Take some of this meat as bait. It's just meat. But the zombies go for it. Saved my life getting here. I got some meds you can have too. Just maybe next time you give me something in return, huh? Hol dir ein paar Fleischköder von Carlos. Ah, das ist ein Händler. Okay, das müssten ja die Fleischköder sein. Okay, dann nehme ich die mal mit. Dann habe ich hier noch 2 Waffen, die ich sogar kostenlos kriege. Nehme ich natürlich mit. Dann habe ich hier noch Anleitung, um Medikits herzustellen. Und schwere Angriffe laden sich schneller auf. Sehr gut. Was ist das hier? Sicherung brauche ich auf jeden Fall. Kann ich die mitnehmen? Jawohl. Ja, kein Geld mehr, ne? So, jetzt habe ich echt kein Geld mehr. Aber ist okay, Medikits brauche ich nicht. Aber eine Sicherung habe ich zumindest. Kann ich denn was verkaufen? Teile und Klebeband kann ich verkaufen. Das bringt aber, glaube ich, nicht so viel. Die Waffen möchte ich gerne nicht verkaufen. Obwohl die 2 schlechten hier. Das sind ja die, die ich benutze. Die sind verbessert hier, ne? Okay, super, dann bleibe ich erstmal dabei. Thanks. So, mit I. Wurfgeschosse, Fleischköder. Okay, dann packe ich die mal dort rein. Sag immer, dass du dich auf die Suche nach den Behörden machst. Kann ich mit dir noch reden, Andrea? Nee, nicht wirklich. Okay. Emma ist schon wieder weg. Wo ist denn Emma schon wieder hingegangen jetzt hier? Lucien, mit dir kann ich nicht reden. Oh. Nein, du hast nichts gesehen, ich habe nichts gemacht. Trink brauche ich nicht, ich soll auf jeden Fall jetzt erstmal zu Emma gehen. Frage ist, Emma befindet sich oben. Okay, Emma, du stehst da draußen, sehr gut. Kann ich mir noch ein bisschen was mupsen von dir hier? Notiz sammeln. Was steht denn da drin? Emmas Notiz. Andrea, Robert hat mich gerade informiert, dass wir sofort aufbrechen müssen. Er hat Vorkehrungen getroffen. Mir bleibt noch nicht einmal Zeit, um mich umzuziehen. Ich wollte mich nur bei dir entschuldigen. Du hast so viel für mich getan. Ich hoffe, du schaffst es raus, Emma. So, Treibgas, Legierung, Lederkoffer, Befestigungsmaterial. Da ist noch eine Geldkassette. Da haben wir noch was, da haben wir noch was, da haben wir noch was. So, ich habe mal dein Make-up-Studio hier geplündert. Ne, Emma? Alles gut bei dir? I feel like we're shipwrecked. Am I gonna end up in some dead fan's stomach? You won't let that happen, will you? Me? Look, isn't it time to get the authorities involved, like? Sam doesn't trust them. Sam doesn't have friends waiting on him in Portland. I do. We all want to leave. You wouldn't believe what we had to pay to get on that plane. We're stuck here. Come now, we could make it out if we... You can't just jump in a car and go. The roads are all blocked. I saw videos of cars getting swarmed.
Might as well put wheels on a coffin. No cars, right. There's millions of those things out there, just waiting to sink their teeth into us. Face it, we'd need a helicopter to get out. And everyone who has one is already fucked off in it. Then we'll fuck off elseways, in style. Look here, where's the nearest evacuation center? We were supposed to report to the helper in hotel. If Robert hadn't made other arrangements. And left you heartbroken, I see. Our marriage was just PR, okay? Okay. Lifestyles of the rich and the famous. Right, well, that's me off to see who's still at the Halperin Hotel. Hey. Don't forget your friends, if you do find a way out. Wir sind also jetzt Freunde, Emma. Alles klar, das Haus ist verschlossen, aber Michael kann dich zur Hintertür rauslassen. Okay, Michael. Wo finde ich dich denn? Du bist dort unten. Ich könnte natürlich theoretisch gesehen nochmal zu Carlos gehen. Ich habe ja ein bisschen Geld jetzt noch bekommen. Werkbank, ja, verbessern kann ich hier nichts wahrscheinlich. Aber vielleicht kann ich hier ein Upgrade draufpacken. Nee, das geht nicht. Kann ich hier irgendwas draufpacken? Hochgeschwindigkeit. Robustheit. Da kann ich gar nichts draufpacken. Ah, hier auf dem Baseballschläger, da habe ich nichts. Vorteile. Schneller aufladen. Das nehme ich doch mit. Das geht noch nicht. Moment, da muss ich auf jeden Fall den Baseballschläger. Ah gut, den habe ich hier oben. Alles klar. Kriege ich den vielleicht sogar noch mal? Das war gar nicht der, das war der hier, ne? Ausgewogenheit habe ich da drauf und da habe ich nichts. Okay, herstellen. Ich könnte jetzt theoretisch gesehen ein Medikit herstellen, ne? Nee, da fehlt mir ein bisschen was, oder? Da sind die Baupläne dafür. Ich habe aktuell 5. Ich kann scheinbar nicht mehr tragen. Gut, Carlos. Kann ich bei dir noch irgendwas... Sam. Kann ich bei dir noch irgendwas kaufen? Ich könnte theoretisch gesehen ein Medikit... Nee. Wir gehen runter und wollen hier endlich rauskommen. Sam, dir geht's gut, ne? Ich sehe das schon. Wir sollen mal schauen, wie ich hier unten rauskomme. Ah, da steht er. Okay, du willst mich ja zur Hintertür rauslassen, hast du gesagt. Dann mach das mal, Michael. Hey, Mikey. I'm gonna head over to the Halperin Hotel. See if the army's still there. Yes, yes, good. Good, exactly what I was going to tell you to do. All part of my survival plan. Oh, you'll need keys to get out here. Just tell them Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Okay? On it, Sarge. Okay, sag den Behörden, dass du im Boden bist. Right, okay, also. Schlachtgemeinschaft in Hell A. Du kannst den Coup. Okay. Zurück zum Spielen. Ne, den Coup möchte ich nicht spielen. Alles klar. So, Katana, Machete. Baseballschläger, warte mal, das ist doch der bessere, ja. Den packe ich auf jeden Fall da drauf. So, sollte das auf jeden Fall... Moment, der hat auch noch einen Schaden von 63. Ist auch alles noch besser, ja. 33, 31. Okay. Sehr schön. Baseballschläger, sehr gut. Schöner Knüppel, muss ich sagen. So, hier haben wir noch einen schönen Tennisplatz. Hier gibt es aber, glaube ich, nichts. Na doch, noch eine Kühlbox. Und was zu süffeln. Aber wir sollen ja hier hinten raus jetzt. Wollen wir das mal machen. Willkommen in dieser Zombie-verseuchten
Gegend. Oh, yeah. Okay, hier sind die Straßen blockiert, da kommen wir nicht hin, können aber ein paar Teile sammeln. Evac Center this way. Halperin Hotel. Get my suite ready. Okay. Oh mein Gott, Erdbeben. Nicht gut, nicht gut. Oh mein Gott. Okay, was haben wir hier? Wasserkanister. Schokoriegel. Wasserkanister brauche ich jetzt erstmal nicht. Oh, hier knuspert es ein bisschen. Okay, Batterie kann ich aufheben. Aber Kollegen, ich würde sagen, ihr geht erstmal hier rein, ne? Sehr gut. Aua. Sehr schön. Wir können jetzt die Batterie aufheben, sollte der Strom wegbleiben. Wir lassen das mal als Sicherheit, als Rückzugsmöglichkeit. So, Fleischköder kannst du einsetzen, um Zombies in der Nähe anzulocken oder... Okay, drücke Q, um zu werfen. Oh mein Gott, das ist auch eine Dicke da. Okay, er brutzelt. Sehr schön. Oh Mann. Na komm schon. Brutzel noch ein bisschen. Kommst hier durch? Das gibt's aber nicht, ja. Okay, warte mal. Ich kann hier jetzt abdrehen. Du hast nämlich noch ein Medikit da. Das würde ich gerne nehmen. Aber ich glaube, ich kann nur 5 Stück. Ja. Kann, glaube ich, nur 5 Stück tragen. Ja. Oh Gott, kann ich nicht mal mitnehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das war nicht gut. Nicht gut. Uah. Na toll. Jetzt kann ich Kleber-Ins benutzen, damit ich hier... So, gehen wir da hoch oder gehen wir hier unten weiter? Oh, der kotzt. Ja. Ich kann nicht hören. Neue Nebenquest, höllischer... Party Spaß. Okay. Ah, hier brauche ich wieder eine. Oh, ich hatte ja sogar eine Sicherung. Oh Mann, Zombies mit einem Totenschild auf ihrem Namensschild sind Hüller. Sie reißen sich in Stücke. Okay. Kann ich die Tür nicht zumachen? Nicht gut. Und stirbt er nicht? Oh oh. Okay, okay. Geil. Ein Schlag und tot. Na gut. Alles klar. Da haben wir eine Batterie. Ja, wer spricht hier? Sprechanlage. Ah, gut. Finally, some life out there. You're not much to look at, but I'll take a chance on you. Say, you seen another kid out there? Who you calling kid? At any rate, it's just me and the zombies. Damn. Must have thought I was shooting at her and got spooked. Well, listen, if I get the gate, can you search the front? You find that girl, you bring her around back, and we'll straighten this thing out. Just watch out for the other trespassers. They might. Hey, get out of there, you scourge of a Satan. All right then, let's find this Bjor. Okay, dann suchen wir das Mädel. Okay, dann nehmen wir mal... Befolgen wir mal die Nebenquest jetzt. Aber irgendwie... Ja, ich glaube, das Mädel lebt nicht mehr. Aber ich möchte auch mal gerne hier meine... Weg. Eine Machete mit Strom nehmen. Sehr gut. Die sind ja knusprig hier. Oh, ich glaube, das Mädel ist tot, ne?
Schicke Autos haben die hier. Garçon, direct me to the champagne. Chop chop. Chop chop. Töte die ungebetenen Gäste. Oh mein Gott. Okay, aber hatte ich hier vorne nicht noch einen? Okay, du lebst noch. She didn't make it. I'm sorry. Da komme ich nicht rein. Well, I say it's about time we send these party crashers back to hell. Steady. Steady, Peggy. Okay, die Machete ist wirklich gut, aber die geht auch schnell kaputt, so wie ich das sehe. Die geht schnell kaputt. Hey, get over here. I need to talk to you. Du willst mit mir reden? Okay. Ah, das heißt, ich muss da hoch. Alles klar. Aber dein Anwesen ist erstmal wieder befreit von Zombies, ne? Tja, hier komme ich nicht rein, Kollege. Was ist denn das geil? Das ist ja nur Signal. Gab's noch mal eine fette Party. Wenn er die anmacht, kommen die ganzen Zombies wieder. Ist das der lebende, die lebende Legende Curtis Sinclair? Fragezeichen. Ah, Dixies haben sie ja auch. Sehr gut. Okay, warte mal, 26 Meter in die Richtung. Und dann erzähl mal, Curtis, was hast du denn? It's a damn shame about that girl, but I'm sure you did what you could. Curtis Sinclair's the name. Did a bit of acting in my time. Ask your mother, kid. Pleasure to meet you in these dark times. I thought you were looking familiar. Pleasure's all mine, Mr. Sinclair. Now, let's get you down. Listen, I need help. Years of doing my own stunts means, well, the old hip won't survive this drop. I need to get my chairlift to get down, but the power in the house is gone kaput. Sure, I can lend a hand with that. What's the sitch? Check the connections down at the end of the yard. See if the problem's there. Now, if you can get things running, I can buzz you inside. Godspeed, kid. Okay, stell den Strom im Haus von Curtis wieder her. Alles klar. Dann wollen wir mal am Hof schauen. Ob wir hier irgendwo eine Möglichkeit haben. Ah, ich muss hier rein. Warte mal, hier ist noch Wasser. Oh Gott. Ist das dein Butler gewesen oder dein Gärtner? Unpowered. Okay, Gerüststange. Ah, alles ein bisschen zerstört hier, ne? Elektrizität und Wasser sind ein tolles Gespann. Du kannst unterbrochene Stromkreise mit Wasser. Ah, warte mal, deswegen lag hier draußen so ein Wasserkanister. Oh Gott, okay, schnell raus hier. Okay. Wird es von dem Erfolg, soll ich berichten? Sind hier unten noch? Komme ich unten eigentlich raus? Okay, Brutzelzombie. Und laute Geräusche. Okay, Fahrzeuge sind alarmgesichert. Schöne Ferraris hier. Not one to pass up a shortcut. Nee, ich will aber erstmal zu Curtis gehen. Und ihm berichten, dass eigentlich der Strom wieder gehen sollte. Kid, you did it. Hey, get your keister in here. We're not out of the woods yet. Naja, dann machen wir mal die Tür auf, Kollege. Noch komme ich in dein Haus nicht rein. Oder hast du noch einen anderen privaten Eingang? Oder kann ich hier vorne rein? Nee. Ich höre schon wieder Zombies.
da soll ich rein? Wie soll ich denn da reinkommen? Okay, wahrscheinlich hintenrum, so wie ich das sehe da. Da war noch ein Weg. Da komme ich auch nicht rein. Ja. Okay. Okay, Benzinkanister. Das kann ich alles mitnehmen. Das kann ich zerstören. Das nehmen wir auch mal mit. Und eine Hake habe ich hier. Und eine Werkbank. Und ein Verstärkungsbauplan. Sehr schön. Und auch Gott sei Dank gleich eine Werkbank hier. Dann können wir gleich mal schauen. Vielleicht können wir ja was reparieren. Ja, die kann ich reparieren. Die kann ich nicht reparieren, aber die kann ich, glaube ich, upgraden. Ah, hier verliere ich an Stärke. Das möchte ich eigentlich nicht machen. So, kann ich dich upgraden? Nee. Ich kann nicht reparieren. Upgrades. Nee, nichts machen. Aber ich kann hier was herstellen. Nee. Ich habe da eigentlich gerade einen Bauplan gefunden. Ah, hier kann ich Verstärkung drauf packen. Dann machen wir das doch gleich mal. So, Gegenstände repariert. Sehr gut. Da komme ich nicht durch. Mal ein bisschen Stoff und Metallteile. Dein Inventar ist voll, du kannst keine weiteren Waffen mehr tragen. Verschrotte ein paar, um Platz zu schaffen. Das kriege ich auf jeden Fall hin hier. Recyceln mit F3. Stärke 45, der hat 58. Hebe ich mir die zwei mal lieber auf hier. So, habe ich sogar noch ein bisschen was bekommen. Kann ich da jetzt noch hier? Upgrades? Nee. Geht nix. Gut, dann wollen wir mal zu Curtis ins Haus gehen. Oh Gott. Oh oh. Alles klar. Wenn ich da wieder rein will, muss ich erstmal löschen, auf jeden Fall. Kommt irgendjemand? Nö. Hier gibt es ja eh keinen Zombie mehr in der Nähe. Ich habe doch alle platt gemacht. Oder auch nicht. Kommt ihr denn jetzt her? Wo kommt ihr denn jetzt her? So, warte mal. Hier hinten kann ich... Da muss ich hin. Ich gucke aber nochmal hier rein. Was war hier denn? Partyraum? Okay, was habe ich denn hier? Toni, der integriert war. Toni, wo zur Hölle bist du? Poolhaus, alle Mäntel sind hier. Warum sollte mein Onkel seinen Mantel ins Poolhaus bringen, du Genie? Die Partygäste. Das hier ist die reinste Goldmine. Oder eher eine... Geldbörsenmine. Könntest du dich jetzt bitte mal konzentrieren? Wir sind hier wegen meines Geldes. Ein bisschen Kohle, diese Idioten, ist nichts gemessen an dem, was... weiterlesen? Aufklappen. Ein bisschen Kohle, die Idioten, ist nichts gemessen an dem, was der Alte von mir verhält. Sein Safe steht dort, aber ich brauche einen Schlüssel. Hey, ich habe es versucht, aber es wimmelt hier von Zimmermädchen. Eine von ihnen lässt mich praktisch nicht aus den Augen. Glaubst du, sie hat Angst? Oder sie hat erkannt, dass du kein Anwalt bist? Ich habe dir gesagt, du solltest dir bessere Klamotten mitbringen. Hey, das sind richtig teure Schuhe. Das sind Fälschungen. Nein, sind sie nicht. Sind sie. Vergiss es. Du kannst dir so viele Schuhe kaufen, wie du willst, wenn der Job hier erledigt ist. Ich werde mit Onkel... Kurt sprechen und das Mädchen ablenken und du machst dein Ding. Das hat wehgetan. Sagt jetzt nicht, du hast ihn gefunden. Ich hab den Schlüssel. Das wurde auch Zeit. Rein mit dir, dann bringen wir ein bisschen Schwung in diese öde Party. Wo verdammt nochmal steckst du? Poolhaus wollte noch ein paar Abschiedsgeschenke. Komm jetzt und hol mich verdammt nochmal hier raus. Was? Okay. Schöner Fernseher. Nehme ich gerne mit.
Da haben wir noch einen Kosmetikkoffer gefunden. Oh mein Gott. Irgendeiner ist hier drinnen. Ach du Scheiße. Ihhh. Was ist denn mit dem passiert? Okay. Ich glaube, ja. Nicht gut. Naja, egal. Wir verlassen das Poolhaus mal und... Ah, Medikit. Sehr schön. Oh, 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 oh. Stimmt, Wasser und Strom verträgt sich nicht. Vergesst das immer. Oh oh. Hier liegt noch ein Medikit. So. Dann kann ich das benutzen. Und kann das einsammeln, dann bin ich wieder voll, was meine Leben angeht. Sehr gut. Okay, was willst denn du hier? Ich könnte ja auch mal die Billigwaffen hier nehmen. Autsch. Oh mein Gott. Okay, Mr. Curtis, ich bin drin. If you're gonna fight these things with grenades, don't do it in your own home. Well, luckily, the lift rail looks dirty. Power it up, and I'll take my chances. Okay, anschnallen, das wird eine wilde Fahrt. Okay. Anschnallen, das wird eine wilde Fahrt, Curtis. Mal, kann ich hier hoch? Nee, ich kann ja nicht hoch. Die Tür ist verschlossen. Ah, ich muss das Ding anschalten. Kann ich vorher rein? Nee. Okay, wo kommen Zombies? Da kommen wir alle, ich setz dich da rein, es wird alles gut. Meine Güte. Ich denke mal, das Ding fährt relativ langsam und hier kommen irgendwelche Zombies. Okay. Hey. Well, well, well. If it isn't my snot-nosed, spoiled brat of a lemon. Threw my favorite maid to the zombies. Sehr schön. Warte, bis Curtis gelandet ist. Alles gut, alles gut. Kann ich irgendwas mitnehmen? Proteinmittel, sehr schön. Die heilen mich auf jeden Fall ein bisschen. Da komme ich nicht durch und dann komme ich vermutlich hier drüben auch nicht durch. Na, war ja klar. Da können wir aber noch ein bisschen was mitnehmen. Da können wir ein bisschen Bargeld mitnehmen. Hey, du bist fast unten, Kollege. Ich will mich aber gerne mal hier noch ein bisschen umsehen. Schublade. Toter Butler. Schießpulver. Öfferchen und Truhe und nochmal ein Schrank. Wunderbar. Ja, ja, ist ja alles gut, alles gut, alles gut. Bist du jetzt da, Kollege? Curtis? Okay, du läufst ganz schön langsam. Du könntest dich ruhig mal ein bisschen beeilen. Nicht die Tür zu? Ne, geht nicht. So, du setzt dich jetzt wahrscheinlich in deinen Sessel, na. Du setzt dich jetzt wahrscheinlich in deinen Sessel. Quatsch mit Curtis. Werden wir machen, denke ich aber erst im nächsten Part. Dann geht's hier weiter und dann schauen wir mal, was dieser alte Mann von uns möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.